Danke, Herr Siebert. Danke. Herzlichen Dank für die tolle Einleitung. Wir müssen bekennen, dass wir letzte Woche geprobt haben, unsere Vorträge. Und da haben wir rein aus didaktischen Gründen überlegt, den Vortrag Warnatz und Grimbacher zu tauschen, sodass ich anfangen darf. Denn mir ist es jetzt an der Reihe, Ihnen das Immunsystem vorzustellen. Sie hatten ja in den letzten beiden Wochen schon immer ein bisschen vom Immunsystem gelernt. Und wir wollen das Immunsystem verstehen. Wir wollen verstehen, wie das Immunsystem funktioniert, um dann insbesondere bessere Therapieoptionen für unsere Patienten zu entwickeln. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Wer kennt diese Burg? Ich frage nicht Herrn Siewert. Nein. Richtig, das ist die Hochkönigsburg. Die Hochkönigsburg im Elsass. Hinten rechts irgendwo ist Freiburg. Und wer diese Burg schon mal besucht hat, der weiß, dass sie nicht nur an drei Seiten von steil abfallenden Felswänden geschützt ist, sondern auch durch viele, mein Sohn ist begeistert, Falltüren, Gräben, Brücken und auch vielen Mauern. Und so hat auch unser Immunsystem sehr viele Abwehrmauern. Und wenn diese Mauern natürlich löchrig sind, dann haben es Eindringlinge leichter einzudringen und bei uns dann Erkrankungen hervorzurufen. Ich möchte Ihnen jetzt die Abwehrspieler unseres Immunsystems vorstellen. Sie schwimmen im Blut herum. Wir müssen unsere Zusammenarbeit, das CCI muss die Zusammenarbeit mit dem SC Freiburg noch verbessern. Da haben Sie völlig recht. Wir müssen mal zum Fototermin bitten, damit wir eine Abwehrmauer vom SC Freiburg hinbekommen. Ein Blutgefäß. Im Blutgefäß finden Sie natürlich ganz viele rote Blutkörperchen. Das sind die, die den Sauerstoff transportieren. Die haben mit dem Immunsystem wenig zu tun. Aber sehr viele weiße Blutkörperchen auch. Und die weißen Blutkörperchen kommen aus dem Knochenmark und stellen das Immunsystem dar. Und zusätzlich noch zu den weißen Blutkörperchen so lösliche Proteine, Eiweiße, hier die Antikörper, die aus den weißen Blutkörperchen kommen, aus Teilen der weißen Blutkörperchen kommen. Und auch, was ich nicht dargestellt habe, das Komplementsystem, welches von der Leber produziert wird und auch die löslichen Faktoren des Immunsystems darstellt. Also das sind die Spieler des Immunsystems. Hier nochmal in größerer Auflösung. Zu den weißen Blutkörperchen gehören die sogenannten Granulozyten. Das sind Soldaten. Wie die Soldaten das Immunsystem, haben diese Zellen des Immunsystems Munition, mit dem sie schießen gegen die Bakterien und dann auch Netze auswerfen, wie Fischer zum Beispiel, und dann Bakterien einfangen und abtöten, indem sie sie auffressen und durch ihre Granula dann in der Granulozytenzelle abtöten. Von diesen Granulozyten gibt es sehr viele im Blut. Ungefähr 60% der weißen Blutkörperchen sind Granulozyten und sie leben auch nur ganz kurz, 1 bis 2 Tage nur in unserem Blut. Werden also sehr viel produziert im Knochenmark. Zusätzlich zu den Granulozyten gehören auch die Monozyten und Makrophagen zum angeborenen Immunsystem. Das heißt, es ist ein Immunsystem, was schon von Geburt aus da ist, was schon von Geburt aus fremd von Feind und selbst unterscheiden kann. Diese Monozyten und Makrophagen sind auch Fresszellen, die fressen auch die Eindringlinge, die Erreger auf, haben aber die Fähigkeit, diese dann zu präsentieren. Deshalb heißen sie auch, Teile davon heißen auch antigenpräsentierende Zellen. Die fressen die Bakterien auf, zerkleinern sie, zerstückeln sie und bringen sie dann als kleine Stückchen auf die Oberfläche und präsentieren sie dann den Lymphozyten zum Beispiel. Die Lymphozyten gehören jetzt zum erworbenen Immunsystem. Das heißt, die Lymphozyten haben die Fähigkeit, spezifische Rezeptoren auszubilden, die genau passen auf ein, wir nennen es Antigen, auf ein zerstückeltes Stück Bakterium auf der Oberfläche einer antigenpräsentierenden Zelle. Also diese B-Zellen haben B-Zellrezeptoren, die T-Zellen haben T-Zellrezeptoren, die genau passen auf eine antigenpräsentierende Zelle mit ihrem Antigen auf der Oberfläche. Und deshalb heißen sie erworbenes Immunsystem oder spezifisches Immunsystem, weil diese Zellen erst lernen müssen, wie sehen denn Infektionserreger überhaupt aus. Sie können sich gut vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Dante in der Abwehrmauer fehlt, dann haben wir ein Problem. Dann haben es die Viren oder die Bakterien einfach leichter, diese Abwehrmauer zu durchdringen. Was passiert zum Beispiel, wenn Granulozyten nicht da sind? Wenn wir zum Beispiel nach einer Chemotherapie oder auch bei einer Autoimmunerkrankung, wo Antikörper die Granulozyten wegfangen, oder auch bei Kindern, die ohne neutrophile Granulozyten geboren werden. Wenn wir keine neutrophilen Granulozyten in unserem Blut haben, sind wir schwer krank. Wir haben Infekte mit Bakterien und Pilze, die uns umbringen können. Wenn die Zellen da sind, heißt es aber noch lange nicht, dass sie richtig funktionieren.
Und einer dieser Immundefekte, der angeborenen Immundefekte, heißt Leukozytenadhäsionsdefekt. Haben Sie schon mal überlegt, wie diese weißen Blutkörperchen an den Ort der Entzündung kommen? Die Entzündung läuft ja irgendwo im Gewebe ab. Das heißt, irgendwie müssen diese Granulozyten aus dem Blutgefäß, was hier im Querschnitt dargestellt ist, heraus migrieren. Wir nennen das Transmigration. Und an den Ort der Entzündung, wo die Bakterien ihr Unwesen treiben, hingelangen. Das machen sie, indem sie Oberflächenrezeptoren haben, mit denen sie an Rezeptoren der Endothelwand, also der Gefäßwand, heranbinden, dann von ihrem schnellen Blutstrom langsam anfangen zu rollen und wenn sie ganz langsam sind, schwupps, raus ins Gewebe migrieren, um dort dann ihre Munition loszuwerden und Feuer zu legen und die Bakterien abzutöten. Es gibt jetzt einen Immundefekt, wo diese Rezeptoren, also diese Liganden, die an die Bindung ans Endothel, für die Bindung ans Endothel verantwortlich sind, mutiert sind. Die sind kaputt. Sie können nicht ans Endothel binden. Das heißt, die Zellen können nicht anfangen zu rollen. Das heißt, die Granulozyten können nicht an den Ort der Entzündung gelangen. Und das sieht man dann leider schon sehr früh. Das ist ein Neugeborenes, 2 Wochen nach Geburt. Und das Erste, was das Kind macht, ist den Nabel abstoßen. Das ist dann immer ein Ort, wo Entzündungskeime eintreten können. Und diese Kinder haben dann eine Nabelentzündung, weil die Bakterien haben natürlich jetzt leichtes Spiel. Die Granulozyten kommen nicht an den Ort der Entzündung und es bildet sich eine Omphalitis aus. Ein frühes Zeichen einer Granulozytenfunktionsstörung. Die Granulozyten sind da, aber sie funktionieren nicht. Und derer gibt es noch mehrere Beispiele, dass Granulozyten zwar da sind, aber nicht ausreichend ihre Funktion ausführen können. Ein weiterer Soldat des Immunsystems ist die B-Zelle. B-Lymphozyten werden im Laufe ihres Lebens zu Plasmazellen. Und Plasmazellen sind dann die Zellen, die Antikörper, wir nennen sie auch Immunglobuline, produzieren, indem sie zurück ins Knochenmark gehen und ganz viele von diesen Immunglobulinen produzieren. Fehlen die B-Zellen, fehlen also die antikörperproduzierenden Zellen im Blut, fehlen die Plasmazellen, dann, wie zum Beispiel bei Patienten, indem wir das Immunsystem supprimieren, mit Medikamenten zum Beispiel, oder auch wie beim häufigsten angeborenen Immundefekt, dem variablen Immundefekt, dann führt dies zu Infekten insbesondere des oberen Respirationstraktes mit bekapselten Bakterien, dort ist, wo die bekapselten Bakterien leben, Pneumokokken, Haemophilus influenza, und die brauchen nämlich besonders diese Antikörper, um erkannt zu werden. Die Kapselmembran muss erkannt werden, um dann abgetötet zu werden. Das heißt, wenn wir nicht genug Antikörper im Blut haben, leiden wir insbesondere an Problemen oder an Infektionen des oberen Respirationstraktes mit bekapselten Bakterien. Und ich komme später nochmal darauf zurück. Diese Immunglobuline, produziert von B-Zellen und von Plasmazellen, kommen in verschiedenen Unterarten, Immunglobulin-Isotypen. Es gibt das IgM, das ist das Immunglobulin, was direkt nach Erstkontakt gebildet wird. Es ist ein Pentamer, also hat 5 verschiedene Bindungsstellen und wird sofort, also in den Tagen nach der Infektion, hauptsächlich in der Milz gebildet und stellt die Erstantwort dar. Um nämlich dann von einer IgM-Antwort, zum Beispiel nach Impfung oder nach Infektion, auf IgA oder auf IgG zu wechseln, braucht das Immunsystem Zeit, braucht es Zeit, im Lymphknoten zu reagieren, um diesen Immunglobulinwechsel von IgM auf die anderen Isotypen durchzuführen. Der Wechsel auf IgA passiert insbesondere auf den Schleimhautoberflächen. Das IgA ist nämlich der Antikörper der Schleimhäute. Und wir hatten IgA schon, insbesondere im ersten Vorlesungsabend. Das IgA beeinflusst das Mikrobiom des Darms. Es ist sehr stark exprimiert auf der Darmoberfläche und beeinflusst durch seine Präsenz dort das Mikrobiom, ist also verantwortlich für die Immunhomöostase im Darm. Es findet sich aber auch auf der Schleimhaut der Augen, auf der Schleimhaut des Nasenrachenraumes, auf der Schleimhaut der Bronchien. Es ist ein wichtiges Antikörper. Das IgG ist das Immunglobulin, das durchs Blut zirkuliert. Das IgG schützt uns vor Blutvergiftung, schützt uns vor schweren Infektionen und Abszessen in den inneren Organen. Und das IgE, wahrscheinlich vom Immunsystem damals entwickelt, als wir noch in Afrika lebten und mit Parasiten gekämpft haben, macht uns ja heutzutage eher Probleme. Das IgE ist ja der Antikörper, der mit Allergie und Atopie assoziiert wird. Wir, die jetzt weniger mit Parasiten exponiert sind, haben mit dem IgE ja eher Probleme.
Dieses Dia hatten Sie von Professor Ehl letzte Woche schon gezeigt bekommen. Das Kind wird ja geboren mit dem Nestschutz der Mutter, passiv antransfondiert über die Plazenta. Und bei Geburt oder nach der Geburt stoppt ja der Nachschub von der Mutter und die Immunglobuline der Mutter fallen wieder ab. Das heißt, das Kind muss die Antikörper, die Immunglobuline, jetzt selbst neu produzieren. Und das macht es natürlich, nachdem es verschiedene Antigene kennengelernt hat. Oder Infektionen durchgemacht hat oder auch geimpft worden ist. Kinder werden früh geimpft und können dann diese protektiven Immunantworten machen, zunächst ein IgM und anschließend dann das IgG. Das ist jetzt die Kinetik aufgetragen, was nach einer Impfung passiert. Hier ist die Erstimpfung, da wird erstmal IgM gemacht, die Erstantwort, 3-4 Wochen später, und deshalb kann man Immunglobulin G tatsächlich erst 4 bis 6 Wochen später messen, bildet sich dann ein erster Immunglobulin G-Spiegel aus, der fällt dann wieder ein bisschen ab, und Sie wissen ja, dass bei meisten Impfungen muss man 2 oder 3 Mal impfen, das ist, um einfach die Titer deutlich höher zu bekommen und eine protektive Immunantwort zu generieren, und die hält dann hoffentlich 5 bis 10 Jahre, sodass Sie dann nach 15 Jahren hoffentlich Ihre Tetanus-Auffrischimpfung bekommen, um dann erneut eine Boosterimpfung, um das Immunsystem erneut zu erinnern, welche Immunglobuline wichtig sind zu produzieren. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass Patienten mit einem Immundefekt, wo die B-Zellen nicht richtig funktionieren, wo im Keimzentrum nicht ausreichend spezifische Antikörper gebildet werden, diese protektiven Immunglobulinspiegel nicht da sind. Das heißt, diese Patienten mit wenig Immunglobulin oder kaum Immunglobulin im Blut sind anfälliger für Infekte. Und dieser Patient zum Beispiel mit einem Antikörpermangel hat eine schwere Lungenentzündung. Hier sehen hier, wir reden von einer Verschattung. All das Weiße hier, normalerweise ist die Lunge mit Luft gefüllt und durchsichtig, durchgängig für die Röntgenstrahlen. Sie ist also normalerweise schwarz und der Herzschatten nimmt natürlich die Strahlung weg. Und genauso wie der Herzschatten die Röntgenstrahlung wegnimmt, nimmt auch diese Lungenentzündung, weil die Entzündungszellen in dieser Lunge diese Lunge infiltrieren, nimmt diese Entzündung die Röntgenstrahlung weg und es demarkiert sich hier so eine Verschattung im rechten Oberlappen der Lunge, eine typische Lungenentzündung bei Antikörpermangel. Sie fragen mich jetzt, kann man eigentlich auch einen Infekt haben, wenn man normale oder einen Antikörperdefekt haben, wenn man normale Immunglobulinspiegel im Blut hat? Also normal sollten Sie mindestens 7 Gramm pro Liter IgG in Ihrem Serum haben. Und die Antwort heißt dummerweise ja, weil das ganze System ein bisschen komplexer ist. Man hat nämlich nicht nur ein IgG, sondern man hat IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4. Und das IgG1 und das IgG2 sind gegen verschiedene Sachen gerichtet. Das IgG1 gegen Eiweiße und das IgG2 hauptsächlich gegen Zucker. Das heißt, wenn jetzt eine bekapselte Bakterie mit sehr viel Zucker auf der Oberfläche dem Immunsystem ein Problem macht, dann muss IgG2 gebildet werden. Während wenn zum Beispiel Tetanus-Toxoid, ein Eiweiß, das Problem darstellt, dann muss IgG1 gebildet werden. Wenn man jetzt allerdings nur noch IgG1, und das ist 75% der Immunglobuline hat, dann kann man durchaus noch 7 oder 8 Gramm pro Liter Immunglobulin haben und trotzdem fehlt das IgG2. Und das IgG2, was eigentlich die bekapselten Bakterien erkennen sollte, fehlt. Man hat noch normale Immunglobulinenspiegel, wenn man den Gesamtimmunglobulinenspiegel anschaut, aber eigentlich fehlt das IgG2 und man hat rezidivierende obere Respirationstraktinfekte. Hier nochmal zusammengefasst, IgG1 und IgG3 sind wichtig, hier das sind die Antikörper, sind wichtig, Bakterien zu erkennen, insbesondere Eiweißoberflächen zu erkennen, und IgG2 ist wichtig, die bekapselten Bakterien zu erkennen, diese bekapselten Bakterien zu opsonieren, sodass hier auch das Komplementsystem angreifen kann an diesen langen, an das Immunglobulin und die Löcher in die bekapselten Bakterien bohren kann, damit diese zerplatzen. Das Immunsystem steht auf weiteren Säulen. Hier die T-Zellen dargestellt. Es gibt von den T-Zellen Helferzellen, die sind CD4-positiv. Helferzellen helfen zum Beispiel den B-Zellen, die richtigen Antikörper zu bilden. Dann gibt es die T-Killerzellen, die sind auf der Oberfläche CD8-positiv. Und die T-Killerzellen erkennen zum Beispiel virusinfizierte oder auch tumorös transformierte Zellen und können diese abtöten. Wenn also eine Zelle durch Virusinfektion verändert ist, dann können das diese Zellen erkennen und diese infizierten Zellen dann abtöten. Und es gibt regulatorische T-Zellen, von denen hatten Sie ja schon am ersten Abend gehört, die sind im Darm ganz wichtig, um das Immunsystem des Darmes zu regulieren und dort ausgleichend zu wirken, damit keine überschießende Immunaktivierung stattfindet.
Wenn somit T-Zellen fehlen, dann sind viele verschiedene Säulen des Immunsystems betroffen. Und deshalb hat das Immunsystem großes Problem, Pilze, Viren, Mykobakterien zu kontrollieren. Und Sie wissen ja von der HIV-Infektion, wo die T-Zellen durch den HIV-Virus ja dezimiert werden, dass diese Patienten an schweren opportunistischen Infektionen versterben können, wenn es zu weit läuft. Hier nochmal dargestellt, dass diese Helferzellen Signale brauchen, um aktiviert zu werden. Signale heißen co-stimulatorische Signale, das heißt, sie erkennen nicht nur das Stückchen Bakterium, was von den antigenpräsentierenden Zellen ihnen gezeigt wird, sondern sie kriegen auch zusätzliche stimulatorische Signale über diese co-stimulatorischen Signale. Und ich erzähle Ihnen das deshalb, weil wir hier in Freiburg im Schwarzwald drei Familien den ersten Immundefekt in der Welt beschrieben haben, der diesen variablen Antikörperdefekt erklärt. Und das ist ein co-stimulatorisches Molekül auf T-Zellen, das diesem Patienten fehlt. Wir haben hier drei Familien aus dem Schwarzwald, hier diese Familien, diese, kommen alle aus dem Schwarzwald und haben den gleichen genetischen Defekt. Und eine Familie hier kommt aus Wien und Sie sehen, der einzige Unterschied zu diesen ist, dass die sich hier im Erwachsenenalter, so zwischen dem 19. und 20. Lebensjahr, erst manifestiert haben und diese Familie schon früher, schon als Kinder krank waren. Der Defekt besteht darin, dass diese Patienten dieses co-stimulatorische Molekül, was ICOS heißt und auf der T-Zelloberfläche ist, nicht haben. Hier ist das Loch. Ja? Die können ihre T-Zellen nicht ausreichend stimulieren. Die Helferzellen können den B-Zellen oder den antigenpräsentierenden Zellen nicht helfen, das Immunsystem zu orchestrieren. Und daher resultiert der Defekt in der spezifischen Antikörperproduktion. Kleiner Ausflug. Was verbindet jetzt eigentlich diese drei Familien im Schwarzwald mit den einen Familie in Wien? Die haben genau denselben genetischen Defekt, das haben wir nachgewiesen. Die müssen einen gemeinsamen Vorfahren haben. Sehr gut. Ich habe es Ihnen suggerieren wollen, dass es möglicherweise nicht die Habsburger sind, sondern die Donau, die es verbindet, und habe dann eine Theorie spinnen wollen von Donauschwaben, die möglicherweise die Gene von hier nach Wien getragen haben. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es waren tatsächlich die Habsburger. Und Sie wissen ja, dass Freiburg eines der westlichsten Protektorate des Hauses von Habsburg war und ist. Die haben ihre Vögte hierher geschickt, um uns zu kontrollieren, um die Gelder einzutreiben. Und über diesen Austausch des genetischen Materials ist wahrscheinlich auch diese Mutation dann Richtung Österreich gewandert. Das muss zu einer Zeit geschehen sein und das ist sehr interessant. Ungefähr 500 Jahre früher als jetzt, zu der die Universität von Freiburg gegründet wurde. Man kann das kartieren auf dem Genom, wie weit Menschen miteinander verwandt sind. Und wir haben das in den Familien gemacht und wir können sagen, aufgrund der Genabschnitte, die gleich sind, dass der gemeinsame Vorfahre zwischen 500 und 700 Jahre gelebt haben muss. Und das war ja genau die Zeit, in dem hier unsere Universität gegründet wurde. So, Ausflug zu Ende. Jetzt geht es wieder zu den antigenpräsentierenden Zellen, den Monozyten und den Makrophagen, den Fresszellen, die auch mit dem Immunsystem, mit dem angeborenen Immunsystem, die das Immunsystem darstellen, die aber auch mit dem spezifischen Immunsystem interagieren. Und ein Beispiel aus unserer Forschung hier am CCI ist dargestellt und geht wieder zurück auf die chronisch entzündliche Darmerkrankung vom ersten Abend. Sie haben gelernt im ersten Abend, dass Bakterien die Darmwand penetrieren. Das passiert einfach so, immer. Das Immunsystem hat jetzt die Aufgabe, diese Bakterien abzutöten und dadurch generiert es eine Entzündung, legt Feuer. Die Bakterien werden eliminiert. Aber nach erfolgreicher Bedichtung der Bakterien muss diese Entzündungsreaktion natürlich wieder beendet werden. Wenn das Feuer immer weiter brennt, hat man eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Eine hyperinflammatorische Erkrankung. Das Zytokin oder der Botenstoff, der diese Entzündung beendet, heißt Interleukin 10. Wenn man also Interleukin 10 nicht hat, dann leidet man an einer chronischen Entzündung des Darmes. Und das haben wir gefunden mittlerweile nicht nur einer, sondern das war die Indexfamilie, die in Hannover von Kollegen von uns betreut wurde, in einer Familie, wo die Eltern verwandt miteinander sind. Das sagt diese Doppellinie. Und die haben vier Kinder und zwei dieser Kinder, das eine war zum Zeitpunkt der Studie 8, das andere 7 Jahre alt, hatten die meiste Zeit ihres Lebens im Krankenhaus verbracht, weil sie so eine schwere chronisch entzündliche Darmerkrankung hatten. Und hier können Sie eine Biopsie sehen. Normalerweise hat der Darm ja immer schöne Fortstülpungen, wo das Essen dann resorbiert werden kann. Und diese Entzündung hat die komplett abrasiert und wir haben hier eine chronische, schwere Entzündung im Darm, auch mit der Infiltration von diesen vielen Lymphozyten, diese Entzündung hier repräsentieren. Diese Erkrankung ist autosomal rezessiv.
Und das müssen Sie jetzt gerade noch ein bisschen lernen, weil Herr Kartoffmann mich gebeten hatte, Ihnen das schon jetzt in dieser Vorlesung beizubringen. Also mal rezessive Erkrankungen brauchen ja immer zwei genetische Defekte. Also man erbt ja ein Gen von seiner Mutter und ein Gen von seinem Vater. Und bei einer autosomal rezessiven Erkrankung müssen beide Gene kaputt sein. Und wenn man das Pech hat, dann als Kind beide erkrankten Gene zu erben, ist man krank. Wenn man ein gesundes Gen hat und ein Gen krank ist, ein gesundes Gen hat und eines krank ist, dann ist man weiterhin gesund, weil das gesunde Gen die Funktion übernimmt. Das heißt, man kann jetzt als Kind entweder gesund-gesunde Gene haben oder gesund und kranke Gene haben. Die sind dann immer noch phänotypisch gesund. Aber man kann auch das Pech haben, bei also einer rezessiven Erkrankung 25% der Kinder in einer Familie, dann beide erkrankte Gene zu erben. Und dann hat man eine autosomal rezessive Erkrankung. Und in dem Falle ist es eine Mutation im Interleukin-10-Rezeptor. Das Interleukin-10 ist ein Botenstoff, das muss auf der Zelloberfläche gesehen werden. Und wenn das nicht gesehen werden kann, weil der Rezeptor mutiert ist, und zwar beide Rezeptoren, dem von Vater und von der Mutter, und Sie können das hier sehen, die Eltern sind heterozygot, die haben hier zwei so Peaks, das ist eine DNA-Sequenz, also wir sequenzieren hier das Genom dieser Patienten auf dem Interleukin-10-Rezeptorabschnitt und die Patienten haben eben diesen gesunden Peak haben sie nicht mehr, sondern sie haben nur noch das grüne A, was sie krank macht und haben deswegen ein Stoppkodon in ihrem Eiweiß und mit Stoppkodon lässt sich nicht mehr das Eiweiß nicht mehr ablesen und deswegen fehlt dieser Rezeptor auf den Zellen dieser Patienten. Und die haben eine sehr schwere Entzündung im Darm, das hat man hier im Versuch nachweisen können. Normalerweise ist eine Entzündung, wenn man sie durch LPS auslöst im Reagenzglas, nicht so stark und kann auch dann über die Minuten hin terminiert werden vom Immunsystem. Bei diesen Kindern ist diese Entzündung extrem stark und läuft über Stunden hinweg weiter, sodass im Darm diese chronisch entzündliche Darmerkrankung sich manifestieren kann. Die Entzündung wird nicht terminiert. So schlimm sah es vorher aus. Wir haben aufgrund dieses Befundes den Patienten ein Knochenmark transplantiert, ein neues Immunsystem gegeben mit Zellen, die jetzt das Interleukin-10 sehen können. Und schon nach 5 Wochen war das Kind gesund, geht seit 3 Jahren in die Schule und ist geheilt. Zum Abschluss noch, das sind die Patienten oder die Individuen, die die deutsche Bevölkerung darstellen. Wir haben auf der einen Seite den 90-jährigen Raucher, der nie im Krankenhaus war. Sehr glückliche Individuen. Nicht des Rauchen wegen, das ist Stärke des Immunsystems wegen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Patienten, die werden quasi ohne Immunsystem geboren. Wie zum Beispiel das Kind mit der Überinflammation. Aber es gibt auch Patienten, denen fehlen so wichtige Bausteine des Immunsystems, dass sie ohne Knochenmarkstransplantation nicht überleben würden. Diese Patienten kommen hoffentlich aus ganz Deutschland. Nicht nur zu uns, es gibt auch andere Zentren in Deutschland, die diese Kinder behandeln können. Und wir können diese durch die Tests, die wir anbieten können, diagnostizieren. Es gibt aber sicherlich auch Menschen, die haben mehr Infektionen als die anderen. Also ich bin mir zum Beispiel sicher, dass meine Frau auf der Seite liegt. Wir haben dieselben 4 Kinder zu Hause, die bringen dieselben Infektionen nach Hause und ich liege auf der Seite. Ich muss sicherlich so einmal im Jahr ein Antibiotikum nehmen, um weiter arbeiten gehen zu können. Es gibt aber sicherlich auch Patienten, die dann 4 oder 5 Mal im Jahr Antibiotikum nehmen müssen, weil ihr Immunsystem einfach schlapper ist. Unsere Aufgabe ist jetzt, auch diese Faktoren zu finden, die aktuell durch Tests nicht messbar sind und den Patienten zu beraten, wie man von dieser Infektanfälligkeit, was man tun kann, um sein Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen. Die Kinder haben, für die ist es eine einfache Frage, was glauben Sie, was so die normale Frequenz von Infekten ist? Wenn man 14 ist, dann sollte das Immunsystem ausgereift sein. Ja, also das sind so die Jahre des Lernens. Kinder müssen Infekte haben, um das Immunsystem, das spezifische Immunsystem auszuprägen. Durchweg haben sie durchaus 5 bis 6 Infekte im Jahr. Aber umso älter sie werden, sollten dann die Infekte abnehmen. Und wir sagen für Erwachsene, wenn man mehr als 3 antibiotikainpflichtige Infektionen, die über 4 Wochen anhalten pro Jahr hat, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man mal eine Vorstellung im CCI anstrebt. Es sind von der Jeffrey Modell Foundation, einer Patientenhilfeorganisation, die sehr eng mit der deutschen Selbsthilfe
Organisation für Immundefekte zusammenarbeitet, so Warnzeichen entwickelt worden, die Sie dann zum Beispiel auf unserer Website dann auch nachlesen können, die sich insbesondere damit beschäftigen, habe ich zu viele Infektionen, habe ich schwere Infektionen, läuft ein Immundefekt möglicherweise in meiner Familie. Es gibt da Warnzeichen, wo Sie selbst schon mal schauen können, ob Sie denn wohl eher jemand sind, der tatsächlich zu viele Infektionen hat. Zusammenfassend, es gibt milde und schwere Immundefekte, es gibt angeborene, zum Beispiel Antikörpermangel und erworbene Immundefekte, zum Beispiel die HIV-Infektion. Gegen die meisten kann man etwas unternehmen. Gesunder Lebensstil, körperliche Fitness, ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, Stressreduktion gehören dazu. Chemische Therapeutika, wie zum Beispiel Antibiotika, Mittel gegen Pilze oder Mittel gegen Viren, sind wichtige Bestandteile unserer Therapie, wenn Patienten Immundefekte haben. Wir können aber auch manchmal das, was das Immunsystem nicht ausreichend produziert, zum Beispiel Antikörper oder Enzyme, ersetzen. Wir können bei ganz schweren Fällen eine Knochenmarkstransplantation durchführen, um den Kindern meistens ein neues Immunsystem zu geben. Und eine weitere Präsentation heute von Professor Kartumann wird uns ja auch noch eine weitere Möglichkeit, die Gentherapie nahebringen. Herzlichen Dank. Ja, sehr gut. Super, danke. Echt super gemacht, klasse. So weiter. Schönen guten Abend. Also nach dem faszinierenden Vortrag über das faszinierende System, Immunsystem, möchte ich Ihnen nun eine unheimliche Seite desselben Systems vorstellen. Leider finden wir dies auch bei unseren Patienten mit Immundefekt. Und diese unheimliche Seite ist eine Folge gestörter Selbsterkenntnis. Pollatadena kuden anthropu denotoran pelei. Als Sophokles das geschrieben hat, hat er sicherlich nicht nur an das Immunsystem gedacht. Denn zu dem Zeitpunkt war noch sehr wenig sozusagen über die Fähigkeiten und aber auch über die zerstörerischen Fähigkeiten des Immunsystems bekannt gewesen. Es hat über 2000 Jahre gebraucht, bis Paul Ehrlich diesen Satz stammt nicht aus Freiburg, aber der auch hier in Freiburg gearbeitet hat, von dem Horror Autotoxikos gesprochen hat. Vor der Furcht der Selbstzerstörung des Körpers durch das Immunsystem. Diese Furcht hat Paul Ehrlich verstanden, als er Blutbestandteile von einem Tier in ein anderes Tier übertragen hat und gesehen hat, wie das Immunsystem dieses Blut komplett zerstört hat. Er hat dann Blut aus demselben Tier in dasselbe Tier übertragen und hat gesehen, dass das nie zerstört wurde. Und daraus hat er geschlussfolgert, dass jeder Organismus einen Mechanismus haben muss, der eine so starke Furcht vor der Selbstzerstörung darstellt, dass Autoimmunität im Körper eigentlich nicht vorkommen kann. Da, wenn es zur Autoimmunität kommt, dann dieser Organismus auch zerstört wird. Ich möchte Ihnen in den nächsten 20 Minuten zum einen darstellen, wie recht Paul Ehrlich mit seinen Beobachtungen hatte und wie sehr er mit seinen Schlussfolgerungen daneben lag. Im Zentrum steht die Selbsterkenntnis. Sie haben alle zwei Systeme, mit denen Sie ich erkennen. Das eine ist das zentrale Nervensystem und das andere ist das System, über das ich heute mit Ihnen sprechen möchte, nämlich das Immunsystem. Wie macht ein Immunsystem das, dass es ich von Nicht-Ich unterscheidet? Das können nur die Zellen des spezifischen Immunsystems, und da bin ich sehr dankbar, dass Herr Krimbacher Ihnen die schon sehr gut im Detail vorgestellt hat, nämlich die T-Zellen und die B-Zellen. Und ich werde im weiteren Vortrag eigentlich immer die T-Zelle als Beispiel nehmen, aber vieles gilt parallel auch für die B-Zelle. Diese Zelle muss entscheiden, ob das, was gegenüber ist, eigen ist, also zum eigenen Körper gehört, und muss dann tolerant sein, weil es will den Körper nicht zerstören. Oder ist es ein fremder Eindringling, auf den es reagieren muss und auf den das Immunsystem aktiviert werden muss und all seine Fähigkeiten aufbringen muss, um dieses Fremd aus dem Körper wieder zu entfernen.
Wir haben in den letzten Jahren gelernt, dass nicht nur dieses Signal entscheidend darüber ist, ob es zur Autoimmunität kommt, nämlich das Fehlerkennen von selbst als fremd, sondern dass andere Botenstoffe wahrscheinlich wichtig sind, damit das Immunsystem fehlgeleitet wird. Und diese Fehlleitung kommt vor allem in der Gegenwart von Gefahrensignalen zustande. Sie haben in dem Vortrag von Herrn Ehl darüber gehört, dass wenn Viren eindringen, der Körper Botenstoffe aussendet, zum Beispiel Interferone, die einfach das Gefahrensignal an das Immunsystem geben, hier passiert etwas, hier musst du eingreifen. Und genau diese Gefahrensignale führen manchmal und immer wieder dazu, dass Eigensignale missverstanden werden, als fremd gedeutet werden, und ich werde Ihnen ein paar Beispiele dafür geben. Dass fremd tatsächlich auch in der Abwesenheit von Gefahrensignalen als eigen akzeptiert wird, als pseudo-eigen, das haben wir in dem ersten Vortragsreihe gehört, nämlich an den ganzen Bakterien, die in Ihrem Darm leben. Wenn Sie ständig gegen diese Bakterien als fremd reagieren würden, hätten Sie genau das gleiche Problem, was Herr Krimbacher Ihnen vorgestellt hat mit dem IL-10-defekten Kind, nämlich dass Sie ständig Darmentzündung, ständig Durchfälle hätten. Und da kommt es dazu, dass tatsächlich in der Abwesenheit von Gefahrensignalen das Immunsystem erlaubt, dass in Koexistenz mit Ihnen Ihre Darmbakterien leben. Wir kennen sogar einzelne Patienten, die transplantiert wurden, organtransplantiert wurden, wo die Immunsuppression komplett herausgenommen werden konnte, weil das Immunsystem tatsächlich es sogar gelernt hat, gegenüber diesem Organ tolerant zu sein. Und das ist auch einer der großen Träume, die wir in der Medizin haben, dies besser zu verstehen und zu ermöglichen. Also zwei Signale. Das erste Signal muss die Spezifität sagen, gehört das zu mir, gehört das nicht zu mir. Und dieses Signal muss bewertet werden und das geschieht vor allem in der Anwesenheit oder Abwesenheit vom Gefahrensignal. Wie kommunizieren Zellen des Immunsystems miteinander? Und auch da bin ich wieder dankbar, dass Bodo, dass du da schon sehr viel Vorarbeit geleistet hast. Es ist tatsächlich die Zelle des spezifischen Immunsystems, hier beispielhaft die T-Zelle, und ich habe bewusst die T-Zelle hier gewählt, die in direkter Kommunikation mit einer sogenannten antigenpräsentierenden Zelle ist. Das entscheidende Molekül, was es erlaubt, dass zwei Zellen in diesem Kontext miteinander sprechen, ist das sogenannte Major Histocompatibility Complex Molekül oder kurz abgekürzt MHC. Dieses Molekül präsentiert sozusagen dem spezifischen Immunsystem auf dem Tablett, was es gerade sieht. Und entweder ist das, was dann hier als Antigen bezeichnet wird, gehört zu Ihrem eigenen Körper, dann sollte es toleriert werden, oder es gehört nicht zu Ihrem eigenen Körper und dann muss diese Zelle aktiviert werden. Und da hatte auch Herr Grimbacher schon erwähnt, da gibt es co-stimulatorische Signale, die die Antwort verstärken, oder im Kontext, dass es toleriert werden soll, also sprich, es gehört zu Ihnen selber, die T-Zelle soll nicht aktiviert werden, auch Signale, die ganz klar der T-Zelle dann auch mitvermitteln, heilt, hier nicht aktiv sein. Das Immunsystem, und das waren die Mauern, die vorhin erwähnt wurden, auch hier gibt es viele verschiedene Lagen, über die das Immunsystem lernt, selbst zu tolerieren und nicht autoimmun zu reagieren. Und die ganz zentrale Funktion im Sinne von wehre den Anfängen ist tatsächlich die Schule des Immunsystems, und für die T-Zelle liegt diese Schule im Thymus. Der Thymus ist ein kleines Organ, was hinter dem Brustbein bei Ihnen lag, weil das im Alter immer kleiner wird und irgendwann dann sozusagen fast nur noch Fettgewebe ist, das Sie aber vielleicht auch sehr gut als Bries von der badischen Speisekarte her kennen. Und dieses Organ ist die Schule der Selbsterkenntnis für T-Zellen. Man unterscheidet eine Rinde von einem Mark, und in dieser Rinde lernen Vorläuferzellen von den T-Zellen zunächst selbst erkennen. Und nur wenn sie tatsächlich selbst ein bisschen erkennen, haben sie eine Chance zu überleben und haben sie die Chance, positiv selektiert zu werden. Wenn sie das nicht tun und nicht selbst erkennen, sterben sie durch Neglect. Sie werden vernachlässigt, kriegen nicht die Botenstoffe, die sie brauchen zum Überleben, und sterben ab. Diese Reaktion, da sehen Sie schon die Dämmerung der Autoimmunität da drin. Da sehen Sie schon, dass das Immunsystem eigentlich ständig mit der Autoreaktivität spielt.
und sozusagen die Selektion, die hier stattfindet, potenziell sehr stark autoreaktive Zellen enthält. Und deswegen ist es so wichtig, in den nächsten Schritt im Mark des Thymus, dass diese Zellen dann negativ selektiert werden, die zu stark mit ihnen selbst reagieren und aus dem Körper herausgenommen werden, sodass Autoimmunität vermieden wird. Und das, was dann übrig bleibt, bekommt erst die Erlaubnis, das Zeugnis sozusagen aus dieser Schule herauszugehen und als reife Helfer- oder Killer-T-Zelle, Herr Grimbach hatte darauf schon verwiesen, sozusagen in ihre Blutbahn einzudringen und dann die Funktion des Immunsystems in der Peripherie zu übernehmen. Aber Sie sehen hier, das ist wirklich eine Gratwanderung, die sich das Immunsystem da erlaubt, zwischen Autoreaktivität und Fremdreaktivität. Nun, was braucht es eigentlich, damit in einem solchen Thymus das Immunsystem kapiert, was gehört zu mir selbst? Und da gibt es ein Molekül, das heißt ARI. Das steht für Autoimmunregulator. Der Name verrät schon einiges. Dieses Molekül wird in den antigenpräsentierenden Zellen des Thymus, die für die negative Selektion verantwortlich sind. Das sind die Zellen, die dem Immunsystem sozusagen auf dem Tablett darstellen, das gehört alles zu dir selber, da darfst du nicht gegen reagieren. Dieses Molekül ist verantwortlich für was aufs Tablett gelangt. Und es hat die Funktion, eben nicht nur Thymus Antigene darzustellen, sondern es erlaubt sogar, dass andere Antigene, wie zum Beispiel Insulin, was sonst nur in der Bauchspeicheldrüse vorkommt, dort dargestellt wird, Schilddrüsenhormone, die sonst nur in der Schilddrüse produziert werden, dass all dies dem Immunsystem zur Erziehung dort bereits dargestellt wird. Die Bedeutung dieses Moleküls haben wir gelernt, traurig gelernt, an Patienten, die eine Störung haben, genau in diesem Molekül. Wenn das Molekül kaputt ist, ist die Erziehung gestört. Und diese gestörte Erziehung führt vor allem dazu, dass Organe, die Hormone bilden, durch Autoimmunität zerstört werden. Das sind die Nebenschilddrüsen, das sind die Schilddrüse selber, das ist aber auch die Beta-Zelle in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren muss, was dann zum insulinpflichtigen Diabetes mellitus bei diesen Patienten führt. Ich hatte gesagt, das ist die zentrale Schule, die dafür sorgt, dass keine Autoimmunität bei diesen Patienten auftreten. Aber ich hatte Ihnen auch schon verraten, wir machen eine Gratwanderung hier. Das heißt, diese Zellen, die in die Peripherie entlassen werden, müssen ständig kontrolliert werden. Und einer der Mechanismen, die das Immunsystem hierzu erfunden hat, ist die sogenannte Regulation durch regulatorische T-Zellen. Auch diese hat Herr Grimbacher bereits erwähnt. Und hier ist ein Protein ganz entscheidend, dass diese Zelle überhaupt zustande kommt. Und dieses Molekül heißt FOXP3. Diese Zellen kommuniziert ständig mit den Effektorzellen, mit den Killerzellen des Immunsystems und führt dazu, dass diese Zellen nicht aktiv werden, wenn es der Regulation bedarf, zum Beispiel im Darm, wie vorhin erwähnt. Fehlt diese Zelle, weil FOXP3 weg ist, kommt es zu der aus meiner Sicht wahrscheinlich anarchischsten Krankheit des Immunsystems, nämlich dem sogenannten IPEX-Syndrom. Das ist eine unkontrollierte Reaktion des Immunsystems. IPEX ist eine Abkürzung, die steht für die Fehlregulation des Immunsystems, die steht wieder für die Störung hormonbildender Organe durch eine Störung, also vieler verschiedener hormonbildender Organe, durch den Befall des Darmes mit Entzündungsreaktionen. Und da es X-chromosomal vererbt wird, sind vor allem Jungen betroffen durch diese Krankheit. Ich habe Ihnen hier Beispiel, auch wieder Diabetes mellitus, das ist Ausdruck der Autoimmunität gegen hormonbildende Organe. Aber ich habe Ihnen hier auch ein Beispiel mitgebracht, wo das Epithel, also die Schleimhaut des Darmes, massiv attackiert wird durch das Immunsystem, weil diese Regulatoren fehlen. Und Sie sehen hier, das ist sozusagen Schleimhautfalten eines Darmes. Und Sie sehen, jeden brauner Punkt, der hier dargestellt ist, ist eine Immunzelle, die den Darm dieser Kinder attackiert und zerstört. Und deswegen brauchen diese Kinder, und das hat der Herr Grimbacher auch schon erwähnt, einen Austausch des Immunsystems, weil diese Kinder so schwer erkranken, dass wir sonst keine Chance haben, diese langfristig am Leben zu halten. Das Immunsystem, wenn es dann ein Gefahrensignal bekommt, hat einen zentralen Mechanismus, es muss sich vermehren. Sie brauchen viele, viele Spieler, um sich sozusagen gegen Eindringlinge zu wehren. Das Gefahrensignal führt zur Vermehrung dieser Zellen, aber das heißt auch, wenn das Gefahrensignal vorbei ist, muss das wieder ausgeschaltet werden. Sie hatten gerade schon das Beispiel mit IL-10, IL-10-Rezeptor gehört. Das heißt, das Immunsystem, wenn das Gefahrensignal vorbei ist, vermindert sich automatisch wieder sozusagen die Antwort dagegen. Woran merken Sie das? Sie merken das selber an Ihren Lymphknoten, die nach dem Infekt
im Infekt stark anschwellen, nach dem Infekt wieder abschwellen. Das ist sozusagen das bildlich dargestellt, was hier passiert. Und was hoffentlich übrig bleibt, ist ein spezifisches Gedächtnis für die Infektion, die zu dieser Expansion dieser Zellen geführt hat und die sie beim nächsten Mal davor schützt, dass sie wieder einen Infekt bekommen. Jetzt haben wir ebenfalls gelernt, vor 20 Jahren circa, dass ein Molekül ganz zentral sozusagen bei dieser Regulation eine Rolle spielt und das ist FAS und der Ligand, der diesen Rezeptor bindet. Und das ist eine Selbstkontrolle des Immunsystems durch brüderlichen Todeskuss. Da töten sich sozusagen die Immunzellen gegenseitig ab, um am Ende der, wenn das alles vorbei ist, das wieder einzuregulieren. Dieses Molekül kann schwer gestört sein oder abwesend sein und führt dazu, dass, das würde man erwarten, dass die Zellen einfach nicht wieder verschwinden. Die bleiben einfach da. Und diese Zellen führen dazu, dass nicht nur ihre Lymphknoten oder die Lymphknoten dieser Kinder riesig sind, sondern auch die Milz deutlich vergrößert ist. Das ist das Organ, was bei ihnen hier liegt. Aber es ist nicht nur die Vergrößerung der lymphatischen Gewebe, die Sie hier sehen, sondern auch die Regulation des Immunsystems ist gestört und die Toleranz ist aufgehoben. Und deswegen heißt das Syndrom auch autoimmun-lymphoproliferatives Syndrom, weil diese Kinder ihre eigenen zum Beispiel roten Blutkörperchen zerstören. Sie sehen hier den Verlauf eines Hämoglobins. Das ist der Bereich, in dem diese roten Punkte alle liegen sollten. Sie sehen aber, wie das Immunsystem immer wieder die roten Blutkörperchen zerstört. Dann braucht das Kind eine Transfusion und das wiederholt. Also ein weiterer Regelmechanismus, der in diesen seltenen Erkrankungen, die uns sehr viel lehren über das Immunsystem, gestört ist. Ich möchte Ihnen noch zwei kleine Beispiele geben, wo es ebenfalls die mit wahrscheinlich zur Autoimmunität und zwar im viel breiteren Rahmen beitragen, die gar nicht durch Genetik unbedingt bedingt sind. Das erste Beispiel, was ich geben möchte, in dem das Immunsystem sozusagen an der Nase herumgeführt wird, ist das molekulare Mimicry. Molekulares Mimicry heißt, dass das Immunsystem etwas erkennt, das ist diese Struktur hier, und diese immer wieder erkennt im Rahmen der Infektion. Dadurch eine Immunantwort gegen diese, in diesem Beispiel, Nase ausbildet. Wenn das Immunsystem aber plötzlich dieselbe Struktur auf dem Selbst erkennt, ist es stark verwirrt. Es hat sozusagen das Problem, das, was es immer wieder im Kontext einer Infektion gesehen hat als fremd, dann plötzlich zu kapieren, dass diese Struktur, die dann gesehen wird, doch zum eigenen Körper gehört. Das passiert zum Beispiel nach Streptokokkeninfekten, wo Proteine, Eiweiße in den Streptokokken so ähnlich aussehen wie Eiweiße, die sie im eigenen Herzmuskel haben. Deswegen gibt es Menschen, die haben nach der Streptokokkeninfektion eine Entzündung des Herzmuskels, weil das Immunsystem plötzlich gegen den eigenen Herzmuskel reagiert, weil es diese Nase nicht von dieser Nase unterscheiden kann. Ähnliches passiert im Rahmen der multiplen Sklerose mit viralen Infektionen, auch das heißt Herpes, Entschuldigung, Simplex-Virus und einer anderen Muskelerkrankung, die ebenfalls autoimmun vermittelt sind. Das sind Beispiele, wo das Immunsystem an der Nase herumgeführt wird. Das zweite Problem, das das Immunsystem haben kann, ist, dass die Nase nicht mehr gleich ausschaut. Dies ist ein sehr bekanntes Beispiel und das passiert im Körper auch. Und zwar dann, wenn Sie Inflammation haben, passiert es im Gelenk, dass Sie im Gelenk plötzlich Strukturen umbauen, das nennt man Citrullinieren zum Beispiel, sodass Eiweiße nicht mehr ganz genauso aussehen wie am Anfang, sondern verändert sind. Wenn Sie das noch mit einem Danger-Signal verbinden, dann haben Sie ein Problem und das ist mit einer der Gründe, warum die Autoimmunität bei der rheumatoiden Arthritis besteht. Das sind keine genetisch vererbten, das sind mehr Mechanismen, die bei vielen unserer Autoimmunerkrankungen vorkommen. Autoimmunerkrankungen ist sozusagen das klinische Korrelat der Reaktion des Immunsystems gegen selbst. Wenn die Autoimmunität so schlimm wird, dass sie daran erkranken, nennt man das Autoimmunerkrankung. Ich bringe Ihnen bewusst jetzt nur Beispiele von Systemerkrankungen. Ich hatte Ihnen gesagt, Autoimmunität kann auch gegen ein Organ gerichtet sein. Autoimmunthyreoiditis, haben Sie vielleicht schon gehört, das ist die sozusagen, wo das Immunsystem nur die Schilddrüse zerstört und sonst sich um den Rest des Körpers nicht kümmert. Ich habe Ihnen jetzt hier Beispiele gebracht, eine Systemsklerose, eine rheumatoide Arthritis, einen systemischen Lupus erythematodes, bei dem man schon außen erkennen kann, sozusagen, dass hier das Immunsystem hochaktiv gegen die Haut ist oder gegen Gelenke ist, wie hier dargestellt.
Das Schlimmere an diesen Autoimmunerkrankungen ist die Zerstörung der inneren Organe. Sie sehen hier die Autoimmunreaktion gegen Nieren, die die Niere zerstört und dialysepflichtig macht. Sie sehen hier die schwere Zerstörung, das sollte auch alles schwarz sein, das ist wieder eine Lunge, diesmal in einer Computertomographie dargestellt, die schwer zerstört ist und Luftnot diesen Menschen macht und viele dieser Menschen auch daran versterben lässt, wenn man das nicht ausreichend kontrollieren kann. Oder hier sehen Sie ein Kernspintomogramm von einem Hirn mit der Entzündungsreaktion, die hier dargestellt ist, wiedervermittelt durch das Immunsystem. Und das sind sozusagen die Herausforderungen, die wir in der Klinik haben bei unseren Patienten mit Autoimmunität. Ich möchte Ihnen deswegen eine Patientengeschichte vorstellen. Frau Müller, und ich habe bewusst Namen geändert und auch diese Bilder stammen nicht von der Patientin, um bewusst die Anonymität dieser Patientin zu wahren. Frau Müller ist 64 geboren gewesen und 1989 traten zum ersten Mal Fieber auf. Das ist das Warnsignal, das ist Inflammation, das ist das Gefahrensignal, was da sozusagen auftritt. Bei ihr fälschlicherweise. Ich werde nachher noch mal kurz darauf eingehen. Sie hat einen Hautausschlag und Sie sehen hier bei dem systemischen Lupus erythematodes, den diese Patientin dann entwickelt hat, den typischen Hautausschlag, der schmetterlingsförmig im Gesicht ist. Das nennt man ein Schmetterlingserythem, einen rötlichen Hautausschlag des Gesichtes. Sie hat zusätzlich Gelenkschmerzen und Gelenkschwellungen zu dem Zeitpunkt gehabt. Und das, was schon sozusagen ein äußeres Zeichen einer inneren Organstörung ist, dass sie zusätzlich Ödeme, also Wasseransammlung in den Unterschenkeln entwickelt hat und schäumenden Urin hatte. Weil das sind die Warnhinweise, dass diese Patientin eine schwere Nierenbeteiligung hat. Und deswegen wurde damals von den Kollegen die Diagnose systemischer Lupus erythematodes mit Nieren-, Lungen-, Gelenk- und Hautbeteiligung gestellt. Ich werde nachher auf die Patientin wieder zurückkommen. Ich möchte zunächst jedoch noch mal kurz, warum bekommen Menschen Lupus? Wir wissen inzwischen mehr und mehr, und da helfen uns sowohl genetische Analysen bei diesen Personen, als auch das bessere Verständnis der Umwelteinflussfaktoren, die Einflussfaktoren bei dieser Krankheit darstellen. Sie sehen hier ein DNA-Molekül schematisch dargestellt. Und anders als bei den Krankheiten, die sehr selten sind, die ich Ihnen bisher gezeigt habe, wo ein Gendefekt dazu führt, dass diese Patienten schwer erkranken, ist es so, dass bei diesen Patienten eine genetische Veranlagung vorhanden ist. Und die teilen sich interessanterweise viele Autoimmunerkrankungen. Und diese genetische Veranlagung schraubt hier ein bisschen am Immunsystem, da ein bisschen am Immunsystem und da ein bisschen am Immunsystem. Und wenn diese verschiedenen Schrauben genügend verstellt sind, kann es dann sozusagen zur Autoimmunerkrankung kommen. Jede einzelne dieser Veränderungen, die Sie hier aufgeführt sehen, die verschiedene Teile des Immunsystems beeinträchtigen, reicht nicht aus, um sie krank zu machen. Aber wenn mehrere zusammenkommen, haben sie ein hohes Risiko. Woran liegt das? Das liegt an zwei Dingen. Diese Schrauben führen zu einer reduzierten Selbstkontrolle des Immunsystems. Und das war auch bei unserer Patientin und bei vielen Lupus-Patienten der Fall, sie nehmen kleine Signale als erhöhte Gefahrensignale wahr. Stress kann das sein. Das sind Umweltfaktoren, die dazu führen, wie Infektionen, wie Zigarettenrauch, wie Sonneneinstrahlung, die alle Schübe, und deswegen verlaufen unsere Krankheiten häufig schubförmig, weil immer diese Stressfaktoren für das Immunsystem dann erneut ein erhöhtes Gefahrensignal, ein falsch hohes Gefahrensignal geben und das Immunsystem dann loslegt und gegen den eigenen Körper reagiert. Wir haben gelernt, dass Umweltfaktoren sehr, sehr wichtig sind, allein daran, dass wenn man diese genetische Veranlagung nimmt, ist ungefähr 1% der Bevölkerung betroffen. Wenn man Familien nimmt, sind 5% innerhalb der Familie entwickeln Autoimmunerkrankungen. Innerhalb derselben Familie. Wenn man eineiige Zwillinge nimmt, die dieselbe genetische Hintergrund haben, auch da ist nur 1/4 der eineigen Zwillinge beide betroffen. Das heißt auf gut Deutsch, es muss diese äußerlichen Einflussfaktoren geben und von denen gibt es zahlreiche, die häufig auch noch nicht gut verstanden sind. Wenn es zu diesen Umweltfaktoren auf diese genetische Prädisposition kommt, dann führt es zur Autoimmunerkrankung und wie im Lupus kann diese zahlreiche Organe betreffen, die ich hier dargestellt habe. Was haben wir für Möglichkeiten, das zu behandeln? Wir haben im Laufe der Jahre zahlreiche Medikamente bekommen, mit denen wir fehlgesteuertes Immunsystem bremsen können. Das nennt man Immunsuppression. Wir unterdrücken das Immunsystem. Sie hören aber schon aus dem Namen, dass dieses Bremsen in keinster Weise spezifisch ist, sondern dass wir tatsächlich das gesamte Immunsystem runterfahren, um diese überschießende Immunantwort zu bremsen. Dazu gehören weniger starke immunsuppressive Medikamente, Cortison, das kennen Sie sicher alle, bis dann sehr stark immunsuppressive Medikamente wie zum Beispiel das Cyclophosphamid. Und was wir da einsetzen, hängt davon ab, wie stark die Krankheit ausgeprägt ist.
Ich hatte versprochen, ich komme zu der Patientin zurück. Diese Patientin hatte zahlreiche der vorgenannten Therapien und sie hatte insbesondere mehrfach diese schwere Immunsuppression bekommen, weil ihre Niere immer wieder in Gefahr war, kaputt zu gehen. Und deswegen versuchte man über diese schwere Immunsuppression diese Patientin zu retten. Und das ist gelungen. Diese Patientin hat als ihr Kind, sie hatte eine Tochter, sie hatte aufgrund der Erkrankung auch mehrfach Fehlgeburten gehabt. Sie hat dann eine Tochter geboren. Diese eine Tochter hat sie sehr früh gesagt, weil da hatte sie wieder einen schweren Schub mit Nierenbeteiligung. Sie würde so gern diese Tochter aufwachsen sehen, weil es unklar war, ob diese Patientin das überleben wird. Diese Patientin hat aufgrund dieser Medikamente das überlebt und hat ihre Tochter aufwachsen sehen, bis sie 14 wurde. Aber man muss sagen, es sind viele Folgeschäden aufgrund der Erkrankung und aufgrund der Therapie, die immer wieder notwendig war, entstanden. Chronische Erschöpfung, etwas, was wir sehr häufig bei diesen Patienten sehen. Bei ihr ist die Niere im Laufe der Jahre kaputt gegangen, sodass sie dieses Jahr letztes Jahr dialysepflichtig wurde. Sie hat einen schweren Knochenmarkschaden letztendlich bekommen durch die wiederholte Therapie mit diesem Medikament. Und sie hat eine Abwehrschwäche, wie sie Herr Grimbacher gerade beschrieben hat, aufgrund der immer wieder notwendigen Immunsuppression gehabt. Und da sehen Sie, da haben wir noch eine echte Herausforderung. Leider ist diese Patientin letztes Jahr verstorben an dieser Erkrankung. Ihre Tochter war 14. Sie hat sich sehr gefreut, dass sie die so alt werden lassen könnte. Das heißt, wir haben die Herausforderung, wir müssen besser werden. Wir haben verstanden, wir können das Immunsystem runterfahren und wir haben auch verstanden, dass das notwendig ist. Und wir können akute Situationen kontrollieren soweit. Aber der langfristige Verlauf zeigt auch, dass wir spezifischer eingreifen müssen. Und da wir immer mehr verstehen von Lupus, haben wir auch immer mehr Moleküle und Medikamente, die spezifischer eingreifen. Aber alle diese Medikamente greifen immer noch an der Endstrecke ein. Sie greifen immer noch da ein, wo die Patienten krank sind und wo wir sie versuchen, sozusagen gesund zu halten. Keine unserer Medikamente kann das, was der Allergologe versucht mit der Desensibilisierung. Wir können momentan für Autoimmunität nicht desensibilisieren und das ist der große Traum für die, für uns in der Forschung und auch in der Therapie dieser Patienten. Es wurde, und das ist insofern, habe ich sie doch drin gelassen, die Folien. Sie hatten es erwähnt und das ist tatsächlich so. Wir haben, und das ist aus dem einen der ganz renommierten Journale, Nature, das ist sozusagen, wenn Sie berühmt werden wollen, träumen Sie davon, da reinzukommen, ist es publiziert worden vor 2-3 Monaten, dass immer mehr versucht wird, auf dem Kampf gegen Tumoren, das ist sozusagen gegen Krebs, das Immunsystem an seine Seite zu holen und das Immunsystem mit auszunutzen, die Krebszellen in ihnen zu zerstören. Und das ist natürlich ein bisschen ein Sprung im Quadrat, weil sie versuchen, sie haben zwar recht, Krebszellen sehen anders aus, aber sie gehören trotzdem noch zum eigenen Körper. Da ist sehr, sehr viel Ähnlichkeit da. Und deswegen müssen sozusagen das Immunsystem, muss sozusagen die ganzen Hemmmechanismen, die das Immunsystem gegenüber selbst hat und dieser Tumor ganz gemein ausnutzt, nämlich Moleküle, die das Immunsystem bremsen, das ist die Tumorzelle, der Tumor ausnutzt, um das Immunsystem auszubremsen und sich selbst vor dem Angriff des Immunsystems zu schützen. Das nutzt jetzt sozusagen tatsächlich, nutzt man aus, und das sind die ersten großen Publikationen herausgekommen, indem man diese Blockade selbst blockiert und das Immunsystem sozusagen wieder loslässt auf den Tumor. Und das ist der Traum, der vorhin schon angesprochen wurde, auch hier sozusagen tatsächlich ein bisschen Autoimmunität zu tolerieren, um Tumor loszuwerden. Zusammenfassend, Selbsterkenntnis des Immunsystems ist eine Gratwanderung. Das hatte ich Ihnen gesagt, wir brauchen, das Immunsystem muss sie selbst erkennen. Deswegen ist Autoimmunität sozusagen normal. Was nicht normal ist, ist die Autoimmunerkrankung. So weit darf es nicht kommen. Deswegen brauchen Sie und wir alle eine ständige Selbstkontrolle. Wir haben an monogenetischen Defekten des Immunsystems sehr viel über diese Selbstkontrollmechanismen lernen dürfen. Die systemischen Autoimmunerkrankungen sind komplexer, weil es da nicht ein Gendefekt ist. Da sind viele Störungen, die zusammenkommen, hatte ich Ihnen erwähnt. Wir haben sehr effektive Therapien, aber wir müssen spezifischer werden und idealerweise das Immunsystem so modulieren, dass wir am Ende die Patienten tatsächlich heilen können. Und das Einzige, was wir bisher dafür getan haben bei extremen Fällen, ist tatsächlich die Transplantation von Patienten mit Autoimmunerkrankungen, wo wir das Immunsystem komplett runtergefahren haben. Und meistens geben wir dem Patienten das eigene Immunsystem wieder. Und das braucht eine Zeit, bis es wieder kapiert, dass es autoimmun eigentlich ist. Und das ist sozusagen etwas, was wir natürlich gerne vermeiden würden und besser mit immunmodulierenden Therapien behandeln würden. Vielen herzlichen Dank.
So, guten Abend, meine Damen und Herren. Sie haben ja von meinen Vorrednern schon viel über das Immunsystem erfahren. Sie haben was erfahren über Autoimmunität, Sie haben was erfahren über Immunschwäche und Sie haben auch gelernt, dass viele von diesen Krankheiten vererbt werden, das heißt von den Eltern auf die Kinder übertragen werden. Das heißt, Vererbung spielt eine wichtige Rolle und auch Gene spielen eine wichtige Rolle. Und auch in meinem Vortrag wird es um Gene gehen. Und zwar, wie kann man Gene einsetzen, um einen therapeutischen Effekt im Patienten zu erzielen? Ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Gentherapie tätig und was mich besonders froh stimmt, ist, dass vor allem in den letzten 5 Jahren viele Erfolge erzielt worden sind in der Gentherapie und auch viele Erfolge in der Klinik angekommen sind beim Patienten. Was ich gerne machen würde mit Ihnen, ist meinen Vortrag in 3 Fragen aufgliedern. Ich werde erstmal darauf eingehen, was ist eigentlich Gentherapie, welche Erfolge wurden erzielt in der Gentherapie, in einem zweiten Komplex darauf eingehen, wie wird Gentherapie eingesetzt beim Patienten und werde da 3 Beispiele nennen, angeborene Immundefekte, Leukämie und dann im 3. Komplex sozusagen auch was für den Chirurgen mitgebracht, die Genomchirurgie und das am Beispiel von HIV-Gentherapie versuchen zu erklären. So, Herr Grimbacher hat schon einen sehr guten Job gemacht, die Genetik sozusagen, die Grundlagen der Genetik einzuführen. Ich möchte nur noch auf 2, 3 Sachen eingehen, um das vielleicht nochmal zu wiederholen. Sie haben gelernt, dass die Gene auf Chromosomen sitzen, die sitzen im Nukleus der Zelle, im Zellkern. Sie haben auch gehört, dass jeder von uns 2 Kopien eines jeden Gens besitzt, das heißt 1 vom Vater, 1 von der Mutter, mit Ausnahme des X- und Y-Chromosoms hier, das heißt die Männer, die nur ein X-Chromosom haben, haben auch nur eine Kopie jedes Gens, das auf dem X-Chromosom sitzt. Und Herr Grimbacher hat Ihnen auch erklärt, wie viele Krankheiten vererbt werden, das heißt, wie der Erbgang von den Eltern auf die Kinder ist. Ich habe das noch ein bisschen anders dargestellt, um es vielleicht auch mal das Prinzip der Gentherapie zu erläutern. Das Auto kennen Sie. Die Scheinwerfer hier, die stellen die 2 Kopien der Gene dar. Das ist jetzt ein bisschen hell hier, aber ich hoffe, Sie können es trotzdem sehen. Das hier ist ein gesunder Mensch, hat 2 funktionierende Gene hier. Das hier ist auch ein gesunder Mensch, ist aber Träger der Erbkrankheit. Das heißt, ein Gen hier ist ausgeschaltet, 1 funktioniert immer noch. Wenn beide Gene ausgeschaltet sind hier, dann wird der Mensch krank und wir müssen therapeutisch eingreifen. Jetzt, wie funktioniert die Gentherapie? Die Gentherapie, das Prinzip, ist sehr einfach. Sie bringen einfach eine gesunde Kopie des Gens, was defekt ist, in die Zelle ein. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen, es ist nicht eine exakte Reparatur, wie Sie sehen hier, Sie bringen dieses Gen wird irgendwo in das Erbgut eingeschleust, übernimmt aber seinen Job, Sie sehen hier, das Licht geht an und wir finden den Weg wieder in der Nacht zurück in die Garage. Was vielleicht noch wichtig ist, in dem Zusammenhang zu erwähnen, ist, die Gene, die wissen genau, wann sie an- und ausgehen müssen. Das heißt, die unterliegen komplexen Regulationen und was in der Gentherapie noch nicht ganz gut funktioniert, ist, dass das Gen wirklich hoch und runter reguliert wird. Das heißt, in vielen Fällen bleibt es einfach an, auch tagsüber, wie Sie hier sehen, spielt aber für viele der Therapien, die ich Ihnen jetzt zeigen werde, keine Rolle. Das sind die Erfolge, von denen ich eingangs gesprochen habe. Viele Erfolge, wie gesagt, in den letzten 5 Jahren. Ich möchte vielleicht nur eine erwähnen, hier ganz oben hier dargestellt, in den letzten 2, 3 Jahren publiziert, angeborene Neurodegeneration, die mittels Gentherapie aufgehalten worden sind in Kindern. Es gibt Beispiele von angeborenen Hautkrankheiten, die gentherapeutisch behandelt worden sind. Und es gibt auch schöne Beispiele, wie die Bluterkrankheit oder Hämophilie mittels Gentherapie erfolgreich therapiert werden konnte. Auf der anderen Seite sehen Sie auch, dass das Auge sich sehr gut eignet für die Gentherapie und viele Augenkrankheiten mittels Gentherapie therapiert worden sind. Heute Abend geht es aber um das Immunsystem, darum habe ich Ihnen auch 3 Beispiele mitgebracht, wo das Immunsystem eine wichtige Rolle spielt, wie gesagt bei den angeborenen Immundefekten, bei der Leukämie oder Blutkrebs und als 3. Beispiel, wie gesagt, die HIV-Infektion. So, wie wird jetzt Gentherapie eingesetzt? Und ich beginne bei den angeborenen Immundefekten. Nochmal der Chromosomensatz eines Mannes hier mit einem X-Chromosom. Und einer der schwersten Immundefekte ist dieser schwere kombinierte Immundefekt, der auch SCID
genannt wird, oder es geht X1, und das X steht dafür, dass eben dieser Immundefekt X-chromosomal vererbt wird, das heißt, dass die Jungen sehr viel häufiger davon betroffen sind. Und Sie sehen hier, das ist das X-Chromosom nochmal anders dargestellt, und Sie sehen hier das Gen auf dem X-Chromosom, was eben defekt ist. Was passiert jetzt, wenn dieser Gendefekt vorliegt in diesen Jungen? Und da muss ich ein bisschen weiter ausholen, nochmal das Konzept erklären, wie eigentlich unsere Immunzellen entstehen. Alles beginnt mit der Blutstammzelle hier. Und Sie sehen, dass die Blutstammzelle sich ausdifferenzieren kann, zum Beispiel in die roten Blutkörperchen, die den Sauerstoff transportieren, in die Blutplättchen hier, die wichtig sind für die Blutstillung. Und diese weißen Blutkörperchen hier, die das Immunsystem bilden. Und Sie sehen, was schon häufig erwähnt worden sind, ganz oben die T-Zellen, die B-Zellen und die Fresszellen hier, die Makrophagen und die Monozyten und die Granulozyten. Bei den Kindern, die jetzt diesen Immundefekt aufweisen, passiert Folgendes. Dieser ganze linke Arm des Immunsystems kann nicht mehr ausgebildet werden. Ich bleibe jetzt nochmal im Bild des Fußballs, was Herr Grimbacher schon eingeführt hat. Wenn Philipp Lahm und Mats Hummels gleichzeitig vom Platz müssen, da ist natürlich die ganze linke Flanke hier offen und Krankheitserreger haben ein leichtes Spiel sozusagen in den Körper einzudringen und sich zu vermehren. Und was das eben bedeutet für diese Kinder, wenn sie kein Immunsystem oder kein richtig funktionierendes Immunsystem ausbilden können, ist, dass sie hermetisch von der Umwelt abgeschlossen werden müssen und dann sozusagen in solchen Balance hier leben müssen, um eben die Kinder zu schützen, weil sie sich nicht immer selber schützen können. Was passiert jetzt bei solchen Kindern normalerweise? Die Standardtherapie bei schweren kombinierten Immundefekt ist eine allogene Stammzelltransplantation. Allogen heißt hier fremd, das heißt, dass ein Fremdspender gesucht wird, dessen Stammzellen transplantiert werden können in dieses Kind. Und die Erfolgsaussichten sind umso größer, je verwandter oder je gewebeverträglicher die Stammzellen sind, die transplantiert werden. Das heißt, Sie sehen hier bei 90%, wenn ein kompatibler Spender gefunden wird, wenn kein kompatibler Spender gefunden werden kann, dann sinken auch die Erfolgsaussichten einer Stammzelltransplantation. Und genau in solchen Fällen kommt die Gentherapie ins Spiel. In solchen Fällen wird erwogen, dass man eben nicht eine allogene Stammzelltransplantation durchführt, sondern eine autologe. Und autolog heißt hier eben eigen. Das heißt, die eigenen Stammzellen werden dem Körper entnommen. Es wird eine Gentherapie durchgeführt, um die Stammzellen zu korrigieren. Und die eigenen Stammzellen werden dann wieder dem Patienten reinfundiert. Und ich stelle es hier nochmal dar. Das ist der Defekt im Immunsystem, den ich Ihnen vorher vorgestellt habe. Was passiert ist, man entnimmt diesen Kindern jetzt die Stammzellen, das ist hier dargestellt, und man führt jetzt eine gesunde Kopie des defekten Gens mittels eines sogenannten Gentaxis hier in diese Stammzellen ein. Das ist hier dargestellt, Sie sehen hier das Gentaxi, das normalerweise veränderte Viren sind, die so umprogrammiert worden sind, dass sie nur noch eins können, nämlich das gesunde Gen in diese Stammzellen einschleusen. Das heißt, das Gen wird eingeschleust in die Stammzelle, nistet sich dann im Genom ein und führt so zu einer jetzt korrigierten Stammzelle, die dann wieder reinfundiert werden kann dem Patienten. Nach Transplantation der Stammzellen passiert eben Folgendes, die Stammzelle nistet sich wieder im Knochenmark ein und nach Korrektur kann dann wieder das ganze Immunsystem ausgebildet werden. Und ich habe Ihnen vor das Kind gezeigt, in diesem Trolley, das hermetisch abgeschirmt werden musste vor der Umwelt. Das ist der gleiche Junge hier, 2 Jahre nach Gentherapie. Und Sie sehen, dieser Junge kann wieder ein normales Leben führen, dank dieser Gentherapie. Die kombinierten Immundefekte sind natürlich sehr seltene Erkrankungen. Ich habe jetzt Ihnen auch ein Beispiel mitgebracht, was sehr viel häufiger vorkommt, nämlich die Leukämie. Und deshalb war natürlich auch die Aufregung sehr groß, auch in der deutschen Presse, als mittels Gentherapie die ersten Patienten mit Blutkrebs therapiert werden konnten. Und ich muss vielleicht nochmal wieder einen Schritt zurückgehen und nochmal das Konzept erklären, warum diese Therapie eigentlich so gut funktioniert. Sie haben jetzt eingangs von Herrn Siewert und auch anschließend von Herrn Warnatz gehört, dass Tumorzellen natürlich eigen sind. Das heißt, das sind unsere eigenen Zellen. Aber trotzdem
werden die meisten Tumorzellen, und Sie müssen davon ausgehen, dass Sie ungefähr pro Tag eine Tumorzelle bilden. Das heißt, die meisten Tumorzellen von unserem Immunsystem erkannt werden und eliminiert werden. Das ist hier dargestellt, das heißt, das ist ein kleiner Tumor hier und die Immunzellen erkennen diesen kleinen Tumor hier und bekämpfen den sofort und eliminieren den Tumor aus dem System. Eine zentrale Rolle in diesem Fall spielt wieder diese sogenannte T-Killer-Zelle, die Sie schon ein paar Mal gehört haben hier, die eben Botenstoffe ausschüttet und auch Abwehrstoffe ausschüttet, die eben dazu führen, dass die Tumorzelle lysiert wird und eliminiert wird. Jetzt wissen Sie natürlich auch, dass viele Patienten immer noch an Tumorerkrankungen versterben. Und der Grund dafür ist, dass eben der Tumor Wege gefunden hat, sich vor dem Immunsystem zu verstecken. Sie haben ein paar Möglichkeiten von Herrn Warnatz bereits gehört. Kann auch sein, dass die Tumorzellen sozusagen Botenstoffe aussenden, die dem Immunsystem vorgaukeln, alles okay hier, ihr müsst nichts machen, alles gut. Und die große Herausforderung in dem Fall ist, wie können wir die Tumorzellen wieder für das Immunsystem sichtbar machen? Und auch da, wie gesagt, gibt es einen gentherapeutischen Ansatz, der sowas möglich macht. Das heißt, man hat jetzt diesen Leukämiepatienten wieder die T-Zellen entnommen und hat wieder eine Genfähre eingesetzt, die jetzt ein ganz bestimmtes Gen in diese T-Killer-Zellen einführt hier. Und dieses Gen führt dazu, dass ein sogenannter CAR-Rezeptor auf der T-Zelle exprimiert wird. Und dieser Rezeptor erkennt spezifisch Tumorantigene oder Tumorzellen. Diese T-Zellen werden dann wieder dem Patienten transfundiert und verteilen sich dann im Blutsystem. Und was passiert, ist, dass irgendwann so eine genetisch modifizierte T-Killer-Zelle auf die Tumorzelle trifft, das Tumorantigen hier auf der Oberfläche erkannt, dann wird die T-Zelle aktiviert, beginnt sich zu vermehren und das führt dann schlussendlich dazu, dass die Tumorzellen hier lysiert werden. Ich habe Ihnen hier auch ein Bild mitgebracht, es ist von einer Studie, die vor einem Jahr publiziert worden ist. Da wurden 22 Kinder mit einer akuten lymphatischen Leukämie, also einer besonderen Leukämie, hier therapiert mit diesem Ansatz hier. Von diesen 22 Kindern, für die es keine anderen Therapieoptionen mehr gab, konnten 19 erfolgreich therapiert werden. Und das ist ein Beispiel hier. Das ist Emily Whitehead, eine der ersten Patientinnen, die von dieser Therapie profitiert hat. Und das ist 2 Jahre nach Therapie. Und Sie sehen, auch 2 Jahre nach Therapie war die Patientin immer noch tumorfrei. So. Jetzt habe ich Ihnen 2 Beispiele genannt, wie Gentherapie erfolgreich funktionieren kann. Jetzt im 3. Abschnitt möchte ich Ihnen ein neues Konzept noch vorstellen, was es erst seit ungefähr 5 Jahren in der Gentherapie gibt. Das ist nämlich die Genomchirurgie. Und ich komme wieder zurück zu diesem Schaubild, das ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wenn ich Sie frage, was machen Sie, wenn Ihr Scheinwerfer im Auto kaputt ist, dann sagen Sie wahrscheinlich, Sie bringen es in die Werkstatt. Und wenn das Auto nachher so zurückkommt, dann sind Sie wahrscheinlich nicht sehr glücklich. Das heißt, was Sie natürlich erwarten vom Mechaniker ist, dass er den Scheinwerfer repariert und nicht irgendwie eine Taschenlampe auf den Kotflügel klebt. Und das ist genau das, was die Genomchirurgie leisten kann. Das heißt, dass wir Werkzeuge herstellen können, die jetzt genau das defekte Gen reparieren. Und wie kann man sich das vorstellen? Es gibt hier 2 Beispiele, wie wir ganz gezielt die genetische Information in einem Gen modifizieren können. Ein Beispiel ist hier links dargestellt, das ist die Genkorrektur. Das heißt, wir können ein defektes Gen wieder zurückführen in ein funktionelles Gen. Und hier rechts dargestellt ist der umgekehrte Weg. Auch der kann therapeutisch relevant sein, wie Sie gleich sehen werden, dass wir ein funktionelles Gen kaputt schneiden oder ein Knockout, wie Sie das aus dem Boxen kennen, herbeiführen. Was wir dazu benötigen, sind die sogenannten Genscheren, um eben das Genom an ganz bestimmten Orten aufzuschneiden und da die Sequenzinformation im Genom auszutauschen. Ich habe hier ein Beispiel mitgebracht, um das nochmal ein bisschen zu illustrieren. Ein Zitat von Friedrich Schiller. Das stellt das Gen dar. Das ist die Information, die an einem Gen enthalten ist. Und ich sehe schon in der ersten Reihe Stirnrunzeln. Sie merken natürlich, dass dieses Gen hier eine Mutation trägt.
irgendwas stimmt mit diesem Zitat hier nicht. Und sie wissen natürlich, eigentlich muss es nicht der Dümmste heißen, sondern der Frömmste. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen Sie vom Dümmsten zum Frömmsten? Und das heißt, Sie stellen jetzt eine Genschere her, die spezifisch das Wort, ich habe hier ein bisschen Probleme mit dem Mic, die spezifisch das Wort das Dümmste erkennt. Die Genschere schneidet jetzt das Genom an diesem Ort hier auf und hinterlässt hier eine kleine Lücke. Und jetzt müssen Sie der Zelle sozusagen beibringen, wie soll diese Lücke wieder geschlossen werden. Das heißt, Sie bieten jetzt der Zelle eine Reparaturvorlage an, wie diese Lücke geschlossen werden kann. Und dann wird die Information, die auf dieser Reparaturvorlage steht, sozusagen übertragen ins Genom und Sie enden am Schluss mit einem korrigierten Gen. Das Umgekehrte, wie gesagt, ist auch möglich. Wie kann ich ein Gen ausschalten? Das ist der gleiche Satz hier. Sie suchen sich jetzt ein Schlüsselwort. Ich habe jetzt Frieden ausgesucht. Das heißt, wir stellen eine Genschere hier gegen Frieden, schneiden hier eine Lücke ein. Und wenn wir jetzt keine Korrekturvorlage der Zelle anbieten, weiß die Zelle nicht, wie sie diese Lücke schließen kann. Das heißt, ich setze jetzt irgendwelche Buchstaben in dieser Lücke ein und das kann dann so aussehen. Und wenn Sie jetzt diesen Satz lesen, ergibt er keinen Sinn mehr. Das heißt, wir haben das Gen sozusagen funktionell ausgeschaltet. So, jetzt habe ich Ihnen relativ viel über Friedrich Schiller erzählt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zur HIV-Gentherapie. Sie wissen, dass HIV immer noch ein großes Problem ist. Weltweit geschätzt ungefähr 35 Millionen HIV-Positive. Das ist der Lebenszyklus des HIV-Virus. Es ist relativ komplex. Wir gehen nur auf die wichtigen Schritte hier ein. Sie haben von Professor Ehl bereits gelernt, wie das Virus an die Zelle andockt. Wenn das Andocken erfolgreich ist, dann kann das Virus in die Zelle hier eindringen, kann dann die Zelle umprogrammieren, sodass die Zelle nichts mehr anderes macht, als Virusnachkommen zu produzieren und sehen hier dann, wie diese Virusnachkommen hier unten die Zelle wieder verlassen. Und weil es für die Zelle sehr anstrengend ist, geht die Zelle irgendwann unter und wir verlieren sie. Und weil das HIV-Virus T-Zellen und Makrophagen benutzt, um sich zu vermehren, heißt es natürlich, dass wir über Zeit das Immunsystem schwächen. Das hier ist so ein typischer Verlauf einer HIV-Infektion, wenn sie nicht therapiert wird. Was Sie hier blau sehen, ist nicht der Sauerstoff in diesem Raum, der langsam abfällt, sondern das sind die T-Zellen, die mit über Zeit sozusagen verloren gehen, weil eben HIV in diesen T-Zellen sich repliziert. Das ist ein Prozess, der über mehrere Jahre dauert. Und Sie sehen, wenn ein ganz bestimmter Schwellenwert unterschritten wird, und der liegt bei T-Zellen ungefähr bei 200 T-Zellen pro Kubikmillimeter, dann kollabiert das Immunsystem und dann brechen eben die AIDS-Symptome aus. Sie wissen auch, dass es viele gute Medikamente gibt, um HIV-Infektionen zu therapieren. Diese Medikamente greifen in verschiedenen Orten dieses Lebenszykluses hier an. Das Problem ist natürlich, dass Sie lebenslang diese Medikamente einnehmen müssen, wenn sie HIV-infiziert sind, weil die Medikamente nicht das Virus eliminieren, sondern nur die Vermehrung des Viruses in der Zelle oder im Organismus verhindern. Und das zweite Problem hier ist, dass eben diese Medikamente auch sehr schwere Nebenwirkungen haben. Ich möchte Ihnen trotzdem ein Beispiel hier nennen, was jetzt auch relevant wird für den nächsten Schritt hier. Das sind diese sogenannten Entry-Inhibitoren, das heißt, die docken hier an diese Oberflächenrezeptoren auf der Zelle an und verhindern, dass das Virus diese Rezeptoren erkennen kann und so verhindert, dass das Virus in die Zelle eindringen kann. Ich habe das hier nochmal schematisch dargestellt. Ich habe Ihnen vorher gezeigt, dass das HIV-Virus zwei Rezeptoren braucht, um in die Zelle einzudringen. Die heißen CCR5 und CD4. Wenn das beide Rezeptoren vorhanden sind, kann, wie gesagt, das Virus eindringen, die T-Zelle befallen hier, infizieren und die T-Zelle geht irgendwann unter. Ich habe Ihnen gesagt, es gibt Entry-Inhibitoren, die genau diesen Prozess hier unterbinden können. Das heißt, diese Inhibitoren binden dann CCR5 und blockieren so das Virus und das Virus kann dann nicht mehr an die Rezeptoren binden und so auch nicht in die Zelle eindringen. Interessanterweise, und das ist seit einigen Jahren bekannt, gibt es auch Menschen, die eine natürliche Resistenz gegen HIV aufweisen. Und
wenn man diese, Menschen molekulargenetisch untersucht hat, hat man festgestellt, dass diese Menschen eine Mutation in diesem CCR5-Rezeptor aufweisen. Das heißt, diese natürliche Resistenz gegen das Virus stammt daher, dass eben dieser CCR5-Rezeptor auf der Zelloberfläche nicht mehr ausgebildet werden kann. Und wenn Sie jetzt eins und eins zusammenzählen und sich fragen, wie können wir jetzt die Genomchirurgie hier einsetzen, dann geht genau eben so, dass wir das versuchen hier nachzuahmen. Das heißt, wir stellen Scheren her, die jetzt spezifisch gegen dieses CCR5-Gen gerichtet sind, schneiden das Gen kaputt und verhindern so, dass das CCR5-Rezeptor auf der Zelloberfläche ausgebildet werden kann und können so eine Resistenz herbeiführen gegen HIV-Infektion. Und genau das ist auch in einer klinischen Studie gemacht worden. Und es ist gezeigt worden, dass in einigen Patienten tatsächlich solche T-Zellen im Körper hergestellt worden sind und dass sie eben eine HIV-Resistenz herbeiführen können. So, das heißt, das Prinzip hier heißt nachahmen sozusagen, was die Natur uns schon gelehrt hat. So, ich fasse mal zusammen, was ich Ihnen alles erzählt habe. Die Gentherapie ist ein sehr junges Fachgebiet in der Medizin. Erste klinische Erfolge haben sich eingestellt, vor allem in den letzten 5 Jahren. Ich habe Ihnen einige Beispiele genannt. Aber ich muss darauf hinweisen, dass Gentherapie natürlich immer noch eine experimentelle Therapieform ist. Das heißt, dass sie immer noch mit bestimmten Risiken verbunden ist. Und die zweite Einschränkung, die ich erwähnen muss, ist natürlich, dass die Gentherapie auf bestimmte Krankheiten beschränkt ist. Und vor allem Krankheiten des Blut- und Immunsystems, weil das die Zellen sind, die sich am einfachsten sozusagen mittels Gentherapie verändern lassen. Das heißt, die Blutstammzellen und die T-Zellen, das sind die Beispiele, die ich Ihnen auch gezeigt habe, das sind Zellen, die wir mittels Gentherapie relativ einfach verändern können. Beispiele habe ich Ihnen auch eingangs erwähnt, Leberzellen und im Auge, auch da gibt es Therapieerfolge. Aber wie gesagt, das Hauptmerkmal gilt immer noch Blutstammzellen und die T-Zellen. So, Sie wissen, aller Anfang ist schwer. Die klinischen Erfolge, die sich eingestellt haben, die stimmen mich sehr zuversichtlich, sodass ich eigentlich so in die Zukunft blicke und mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanke.